Meine Lieben, darf euch herzlich willkommen heißen. Neues Jahr, neues Glück. Natürlich erstmal frohes Neues. Klare Geschichte. Wir möchten weitermachen. FIFA 15 Ultimate Team mit Shinji Kagawa und seiner Rasselbande. Wir sind in Liga 7 unterwegs und wollen heute die nächsten drei Punkte einfahren. Ich habe mir gedacht, das machen wir nochmal in einer kompletten Gameplay-Folge. Und am Ende schauen wir noch, was wir da für Päckchen noch übrig haben. Da gab es ein paar Geschenke von EA für Weihnachten. Und ich würde sagen, ich suche einen Gegner. Bis gleich dann. Das ging flott, Leute. Zweite Wahl, das scheint ein Holländer zu sein. Der spielt mit einer Barclays Premier League Mannschaft. Mit Sturridge, mit Balotelli, Oscar, Willian, Schürrle. Sehen wir drin Leroy Fair hinten auf der Defensivposition. Und eine sehr, sehr flotte Innenverteidigung. Smalling haben wir ja auch drin. Und hinten im Tor Tim Howard. Da wird's mit Sicherheit nicht einfach, da vorbeizukommen. Das Wetter ist auf jeden Fall schön, nicht so komisch diesig und ungemütlich, wie es zurzeit draußen ist, aber das hat der Winter eben dann so an sich. Rodriguez, der ja der Linkgeber quasi ist für den Mann hier, für Benzema, das ist Ben Arfa, 5-Sterne-Skiller, ich bin immer fleißig dran, dass ich da auch mal ein bisschen was umsetzen kann. Da ist er wieder am Ball von Hull City, soll aber wohl demnächst irgendwie verkauft werden, der gehört ja Newcastle. Ist ja nur ausgeliehen. Und Achtung jetzt da hinten. Ne, ich sag das deswegen, weil der HSV da anscheinend dran war. Aber das scheint sich dann zerschlagen zu haben. Warum gibt er jetzt Freistoß, der Verrückte? Warum gibt er jetzt Freistoß? Hätte ich gerne nochmal gesehen. Balotelli. Wer das ausführen soll. Na, nicht so schlecht. Geht in die Mauer. Und gibt hier die erste Ecke in der sechsten Spielminute. Ivanovic hatte den abgefälscht. Achtung, Lindegaard sicher von Manchester United. Der da recht wenige Möglichkeiten aber bekommt. Aber das ist halt eben auch schwer gegen David De Gea, der klasse Torwart. Muss man ja wirklich mittlerweile sagen, der hat sich sehr, sehr gemacht am Anfang. In England noch sehr, sehr unsicher. Da habe ich schon Angst gehabt, dass er zu früh fallen gelassen wird. Hat sich letztendlich aber Gott sei Dank dann alles eingependelt. Smalling. Macht es gut, zurück zum Torwart. Wir sind merkwürdigerweise sehr, sehr passiv. Das sieht man jetzt auch hier wieder Subotic. Neven Subotic. Auf Schmelzer. Schaut euch mal an, wie der an mir dranhängt. Das ist abartig. Und das kann ich ja gar nicht ab, das wisst ihr ja. Und daher vermute ich, dass dieses Spiel nicht leicht wird. Wir kommen jetzt den Ball zurückgepasst. Ben Arfa, das ist Benzema jetzt vorne. Benzema, schöner Pass gesehen auf seinen Landsmann. Der hat jetzt die Chance mal reinzuflanken. Und da hat er jetzt die Leute vernascht da außen mit dem Berber-Spin. Aber wir kommen nicht hin und auch Benzema kann sich den Ball nicht zurückerobern. War ein bisschen schade. Erste gute Aktion, die wir hatten. Hat eine Viertelstunde gedauert. Fair mit dem langen Ball auf Oscar. Und der schmeißt sich da hinten rein. Unser Innenverteidiger. Sehr schön abgelegt. Jetzt geht da vorne. Rodriguez. Rodriguez ist durch. Was macht da draußen? Nix. Oh Gott, was war das denn für ein Schüsschen? Was war das denn für ein Schüsschen? Das gibt noch nicht mal Ecke. Also der war tatsächlich so beschissen. Oh Gott. Moreno. Debuchy. Oscar. Das läuft sehr, sehr schön, das Bärchen. Weil wir es natürlich auch zulassen. Willian. Ja, den ich auch ganz gerne hätte. Ist ein sehr, sehr flinker Spieler. Sturridge. Nicht im Tor. Lindegaard, klasse. Wartet lange, bis er dann sich entscheidet, abzutauchen. Und das war genau richtig. Der ist im Aus. Also noch kein gutes Spiel von uns. Aber gut, was wäre gewesen, wenn wir den reingemacht hätten? Diesen Ball. André Schürrle auf der linken Seite. Ah, viel zu leicht. Mit der Schussfinte da vorbei. Und das ist wieder eine Glanzparade von Anders Lindegaard. Und dem liegt es mit Sicherheit nicht, dass wir zuletzt nicht die Leistung gezeigt haben, die wir wollten. Nicht die Ergebnisse erzielen konnten. 23. Minute. Der Eckball ausgeführt. Debuchy. Na, wir sind stark bei Kopfball, mit Matic natürlich jetzt noch zusätzlich. Ein sehr guter Spieler, der leider ein Problem hat, dass er nicht der Schnellste ist. Ich denke, wenn das der Fall wäre, wäre er noch viel teurer, weil die Defensivwerte von ihm sind klasse. Was macht Subotic da? Anscheinend noch im Silvester-Modus unterwegs. Dem klingeln anscheinend noch die Ohren von den Böllern. Ben Arfa wird eingesetzt von Benzema. Sehr schön. Ja, ich hätte ihn nicht machen müssen, da abdrehen, aber ich kann die Flanke bringen. Kommt gut! Das war Mkhitaryan, der sich da
in den Kopfball gestürzt hatte. Aber leider Gottes ist er nicht so groß. Jetzt wieder Balotelli, Sturridge. Doppelpassversuch. Na, momentan, finde ich, haben wir es besser im Griff. Genialer Pass auf Kagawa. Kagawa kommt da vorbei. Shinji Kagawa kann schießen. Ja, gäbe es doch bloß Handspiel im FIFA 15 Ultimate Team. Dann wäre das eine gute Chance gewesen, gepfiffen zu werden, weil das sah schon merkwürdig aus. Schmelzer, den muss er haben. Sehr gut. Das ist wieder Matic. Da muss er eher entgegengehen. Das ist immer so. Wenn ich ein Spiel erlobe, dann spielen die das letzte Drecksspiel. Smalling. Smalling nochmal. Lindegaard. Und jetzt... Ja, nimm doch. Manchmal habe ich echt das Gefühl, dass man die Torhüter da irgendwie treten muss, dass die irgendwas machen. Himmel, Arsch und Zwirn. Oder wenn man schon... Wenn der Gegner schon so keine Tore schießt, dann helfe ich meistens noch mit. Benzema. Ben Arfa. Vorne ist Kagawa gestartet. Kann er den gut mitnehmen? Nein. Ja, das ist dann die Chemie, glaube ich. Ja, der kommt ja nur auf 7, leider Gottes. Achtung, außen jetzt. Schürle. Riesenplatz. Und jetzt Achtung hinten. Oh Mann. Kein Abseits, Mensch. Der war noch abgefälscht. Und das müsste Balotelli sein. Hier. Einfach mal stehen geblieben, ja, ist abgefälscht. Und hinten steht der ganz alleine. Wir können es nicht sagen. Wir sehen es nicht. Ob es Abseits war oder nicht. Ich schätze ja FIFA so ein, dass es ist eigentlich gut erkennt, wenn es Abseits ist. Also, ja, gehen wir mal davon aus, dass alles in Ordnung war. Und jetzt liegen wir hinten. Obwohl man eigentlich, ja, fast das Gefühl hatte, dass wir dem Tor näher sind. Kagawa, der wird da weggeschoben. Hätte ich auch einen Freistoß geben können. Da hätte man durchaus pfeifen können. Ah, Sturridge ist so schnell. Der ist so schnell. Jetzt bitte nicht das zweite. Smalling. Na, da mal Glück, dass der 78 Pace hat. Dass der dann noch hinterherkommt. Aber hat er sich auch ein bisschen doof angestellt. Der Gegner. Also das hätte es zwar nur sein können. Vielleicht eine Chance. Was machen wir denn? Also Leute, ich wäre teilweise mal froh, wenn ihr den Bällen entgegengehen würdet. Das würde uns vieles helfen. Sehr schöne Grätsche. Monster-Tackling von Subotic. Das sieht man auch nicht so oft, dass mir das gelingt. Ja, Nachspielzeit, erste Halbzeit. Und wir betteln hier um das zweite Tor. Also diesen Zwischenschub, den wir hatten, haben wir nicht umsetzen können. Wieder geht er dem Ball nicht entgegen. Das ist Liga 7. Da muss man doch normalerweise ein bisschen was besser machen können. Wir haben ja auch nicht die schlechteste Mannschaft, jetzt ganz ehrlich, mittlerweile. Ben Arfa. Ben Arfa findet Benzema. Der will den weiterspielen. Es hätte auch funktionieren können. Bein vom Gegner dazwischen. Und somit Schluss in der ersten Halbzeit. Die, ja, am Anfang schlecht war, dann wird's besser. Aber am Ende doch ganz, ganz klar verdient. Ihr habt die Chancen gesehen vom Gegner. Nee, also da muss man jetzt nicht drüber diskutieren. Sehr schön von Matic. Da hat er mal gezeigt, was er kann. Wenn man ihn lässt. Benzema startet. Benzema hat die Chance. Karim Benzema auf dem Weg zum Tor gegen Smalling. Und da hätte ich einfach schießen müssen. Ja, das übernimmt dann Kagawa und Benzema kommt nicht mehr hin. Zu umständlich die ganze Geschichte. Ja, ich finde auch, ich müsste Mkhitaryan besser nutzen können, weil der hat ja immerhin hoch Arbeitsrate. Das heißt, der ist hinten und vorne vertreten. Matic. Da ist er jetzt mal. Ah, gegen Smalling. Jetzt holt ihr den Ball nochmal. Sehr schön gemacht. Subotic. Jetzt bloß nicht den Ball verlieren, dann ist es gefährlich, wenn der Serbe da vorne mit ist im Angriff. Schaut nicht so schlecht aus, aber in der letzten Konsequenz kommen wir da nicht vorbei. Mit Ben Arfa über die rechte Seite. Und Rodriguez, den habe ich jetzt schon länger nicht mehr gesehen. Über links. William. Sehr gut von Subotic. Er ahnt es klasse. Und jetzt haben wir die Chance. Da ist er doch. Der Spanier. Nee. Der hat auch ein Chemieproblem. Kommt nur auf 6 von 10. Mögliche 9 müssen sie haben, dann ist es optimal. Gibt den Freistoß immerhin. 55. Minute. Ben Arfa wird hier ausgewählt. Ja, Accuracy. Ja, lassen wir das mal. Ist nicht optimal. Also in der Mannschaft haben wir keinen absoluten Freistoßschützen, aber das macht er nicht so schlecht. Tim Howard. Das ist aber eine seiner leichtesten Übungen, den Ball zu halten.
Aber wenigstens mal ein Schuss aufs Tor. Und jetzt glaube ich so langsam, dass wir hier mal ein bisschen Pressing spielen können und müssen auch, dass wir noch die Chance haben. Ja, wir wollen ja auf kurz oder lange Sicht hier in Liga 1 kommen. Und wenn man in Liga 7 sich schon so schwer tut, dann muss man irgendwas anders machen. Jetzt wieder Rodriguez aus der linken Seite. Das willst du mir jetzt ernsthaft nicht erzählen. Läuft ins Aus. Oh Gott, das ist die schlimmste Situation des ganzen Spiels. Und ich glaube auch der letzten Folgen. Das Gute ist immer, wenn du die Dinger zusammenschneidest, dann kannst du so einen Käse rausschnibbeln. Dann seht ihr das gar nicht, das Elend. Aber das war natürlich jetzt gerade nicht möglich. Schmelzer. Ja, die Laune der Spieler ist nicht das Beste. Wir brauchen ewig, um die Bälle zu verarbeiten. Und bekommen auch nicht wirklich an die Pässe, die letztendlich gespielt werden. Subotic, der mir noch wirklich am besten gefällt da hinten. Ben Arfa ist jetzt unten mal vorbei. Benzema, jetzt machen rein, komm schon, der muss sitzen. Pustekuchen. Ja, was soll man da noch zu sagen? Man konnte das nicht besser rausspielen, aber kläglich da im Abschluss. Und Benzema ist normalerweise ein Mann, der das im Schlaf macht. Mit verbundenen Augen am besten noch. Oh, da rennen wir vorbei mit Kagawa. Ist aber abseits. Ja, 65 Minuten. Wir haben 25 noch auf der Uhr. Und rennen immer noch diesem einen Tor hinterher. Was wir da kassiert haben. Ich wollte schon sagen, Grottenabschluss von Lindegaard, weil der kommt ja noch an vorne. Kagawa, gutes Auge. Benzema ist schneller als Smalling, aber es reicht nicht. Ben Arfa, Flanke kommt. Und Rodriguez. Ja, ich würde schätzen, ein 76 groß kommt trotzdem da zum Kopfball. Ich war ja noch nie der große Flankenspieler. Aber mit Benzema hat man eben vorne eine Möglichkeit. Der kann mit dem Fuß, der kann im Kopf. Wieder gegen Smalling und das ist ein Rückpass. Das ist doch klar beabsichtigt gewesen hier vom Spieler. Gut, das gibt's nicht in FIFA. Aber normalerweise hätte er es pfeifen müssen. Geh weg da. Ja, Mann, der Ausgleich wäre jetzt schon irgendwo verdient. Der wäre jetzt schon irgendwo verdient, weil auch Kagawa jetzt besser reinkommt. Benzema bekommt die zweite Chance. Karim Benzema, schon wieder Rodriguez. Och Leute, ey, das gibt's doch gar nicht. Wie kann ein Mensch alleine so dusselig mit den Chancen umgehen? Gegner hat natürlich da jetzt auch Glück, dass er nicht bestraft wird. Leroy Fair, das ist William. Na, langer Ball auf Sturridge. Wieder Subotic dazwischen. Also ich glaube, mit dem haben wir einen ganz guten Fang gemacht in die Innenverteidigung. Der ist schnell. Der hat eine gute Interception. Also gute... Ah, Ben Arfa kommt nicht vorbei. Gute Antizipation, wollte ich noch sagen. Bezüglich Subotic. William. Jetzt ist er wieder vorne. Entlastungsangriffe für den Gegner. Wieder ist es Subotic, der das Ding erklären kann. Kagawa, jetzt kommt mal Mkhitaryan mit. Benzema. Ja, Ben Arfa weiß natürlich, was ich will, was ich vorhabe. Benzema, nächste Möglichkeit abgefälscht. Und dann kann er es klären. Na, wie so eine Mauer prallt der Ball da ab. Und der hat immer so viel Platz, der William da außen. Was macht der Schmelzer eigentlich den ganzen Tag? Jetzt steht er mal passend. Und wieder muss Subotic hin. Wird jetzt da gefoult, nicht gepfiffen. Wieder wir. Schieben an nach vorne über den Armenier vom BVB. Jetzt der Ball auf Ben Arfa und jetzt bitte rein damit. Um Himmels Willen, Chancen um Chancen lassen wir hier liegen. Subotic. Klasse Spiel von ihm. Nächster toller Pass auf Ben Arfa, na, das sollte ein Pass werden. Auf Jesse Rodriguez da vorne. Der aber leider nicht ankommt. Na, Smalling schiebt sich da rein. Klasse Aktion. Naja, Missverständnis jetzt gerade zwischen Kagawa und Benzema. Der kam zurück. William. Sturridge, da geht gar nichts mehr beim Gegner. Die Bälle, die können wir sofort wieder erobern. Und gerade wo ich sage, so ein unnötiger erneuter Ballverlust. Fair. Fair in die Mitte. Na, das... Was ist jetzt? Abseits. Ach Gott, lass es doch laufen, du Vogel. Ivanovic hatte den doch. Was ein Fehler jetzt hier. Also ich glaube, mir ist nicht mehr zu helfen. Selbst nicht mehr mit Tabletten. Das geht ja überhaupt nicht klar. Da spiele ich dem in die Füße.
Ich meine, es wäre ärgerlicher gewesen, wenn wir jetzt gerade eben den Ausgleich gemacht hätten und wir gegen sowas dann wieder in Rückstand geraten. Smalling erobert den Ball für den Gegner. Ivanovic. Ben Arfa. Sehr gute Laufwege heute vom rechten Mittelfeldspieler. Also wenn ich das noch ein bisschen besser hinbekomme mit den Skills, dann könnte der für uns noch viel wichtiger werden. Kagawa bleibt hängen. So kann man eben dann auch kein Spiel gewinnen. Die 90. läuft schon. Jetzt hat er mit Sturridge hat er den Platz. Macht er den rein. Sweaty. Jawohl. Aber gut, es ist halt Fußball, ne? Das gehört dabei. Das gehört dazu. Wir haben ihn nicht bestraft bei den Möglichkeiten, die wir hatten. Und ob du jetzt 1-0 verlierst oder 2-0, das hat für das letztendliche Endergebnis keinen Einfluss mehr. Aber es hätte nicht sein müssen. Es hätte wirklich nicht sein müssen, überhaupt hier gegen den Gegner zu verlieren. Überhaupt nicht nötig. Tim Howard, der musste nur bedingt eingreifen. Oft haben wir die Dinger selber vermasselt. Hier, der Kollege in den Feyenoord-Trikots. Da ist unser Bester heute. Neven Subotic konnte leider am Ende nichts machen. Doppelpack von Balotelli. 38. 90. Und man kann sagen, in beiden Fällen kurz vor der Pause, beziehungsweise kurz vorm Ende, 8,1. Ja, tolle Leistung. Smalling war auch noch okay. Benzema, 7,4. Rodriguez, ganz schwach. Eventuell muss ich da nochmal drüber nachdenken. Howard mit einer 8,7. Balotelli, 8,5. Sturridge, den haben wir nicht so oft gesehen. Willian, sehr, sehr oft. Tja, im Moment ist irgendwas mit dem PSN-Network funktioniert nicht. Das heißt, Münzen gibt's keine. Man hat doch mal Glück, wenn man spielen kann. Dann geht's mal wieder nicht. Dann geht's mal wieder deswegen schwierig, hier was aufzunehmen. Ja, das ist der Stand der Dinge. 7 Spiele haben wir noch. 1 Sieg, 2 Niederlagen. 8 Punkte müssen wir haben, um nicht abzusteigen. 14, um den Aufstieg zu schaffen. Das heißt, 4 Siege brauchen wir aus 7 Spielen, um das klar zu machen. Ja, sieht die Münzen, sie wachsen. Ne, ich bin zuversichtlich, dass wir das hinbekommen werden für das Team des Jahres, was in ungefähr 2 Wochen rauskommen wird, dass wir da ordentlich Päckchen ziehen können. Das sind die beiden Geschenksets. 30 Objekte, 26 Gold, 18 seltene. Ne, das sind die hier. 35.000 Münzen kosten die, das heißt, EA schenkt uns einfach mal 70.000 Münzen. Und jetzt hoffe ich natürlich, dass da was drin ist. Was Schönes, was man wirklich gebrauchen kann. Das erste Päckchen. 30 Objekte, das Beste davon. Du willst mir jetzt nicht erzählen, dass Obraniak das Beste ist, oder? Nee, stimmt nicht. Das ist durcheinander. Wir haben Ranocchia, Edinho, Varela, Ranocchia habe ich erwähnt, Rafinha von Barca, Tovar, Keita, sehr schneller Mann, 89er Tempo von Lazio. Ja, 5 Millionen Verträge, Debuchy mal doppelt, Sissoko und Vargas. Was mich jetzt gerade zu der Annahme bringt, dass man diese Dinger nicht tauschen kann. Wir gucken uns das gerade mal an. Debuchy. Ja, das müsste ich dann so machen, dass ich das hier auf die Transferliste packe. Dann können wir zumindest da noch Geld machen. Sissoko ganz genau dasselbe. Ist natürlich schade, der eben nochmal von mir neue Verträge bekommen hat. Vargas. Auch da 11. Stande von 7. Und ja, beim Trainer lohnt sich das nicht. Avelace. Auch ein ehemaliger guter Fußballer aus Georgien. Den können wir aber, glaube ich, rausschmeißen. 0, das ist wurscht. Das gäbe, glaube ich, sonst 100 Münzen, ne, wenn man das machen würde. Aber das ist mir jetzt nicht so wichtig. Ihr seht, da oben wird permanent noch was verkauft. Ich bin ganz fleißig, ihr wisst ja, ich handle mit Verbrauchsobjekten. Verträge, Fitness, Trainingskarten und so weiter. Kotschak, ey, komm, leck mich doch am Arsch. Aber das ist nicht der Beste, das kann man echt nicht für voll nehmen. Denn wir haben Ochoa, den Torwart von Malaga. Wir haben Arango, Ex-Gladbacher. Fernandes von Lokomotive Moskau, Guarin, Inter, Carroll, Schürrle ist klasse und Krychowiak, Jesus von Inter. Ich dachte erst, es wäre Mourinho, aber leider nicht. Ja, da haben wir die Fitnesskarten. Die kann ich leider jetzt nicht verkaufen. MNS-Wappen. Na, schicken wir mal alles weg. Und ich glaube, für die hier könnte man auch noch ein bisschen Münzen bekommen. Indem ich dann das Duplikat einfach rausschmeiße oder verkaufe. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, die zu verkaufen. Ich werde es probieren. Ich werde es probieren. Beim Stadion kann man es knicken. Da kann man es wirklich vergessen. Ja, leider Gottes kein Big Player drin. Auch kein seltener, kein Inform. Aber da steckst du nicht drin. Da steckst du leider nicht drin. Wir werden natürlich jetzt, glaube ich, hoffentlich für die Feiertage wieder bessere Zeiten finden zum Zocken. Und würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Euer Baumi, macht's gut. Ciao, ciao.